So, herzlich willkommen zu diesem Video. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wie bereits im letzten Video erwähnt, möchte ich gerne heute was verlosen. Und zwar ist es ein OBD-Diagnosegerät. Das habe ich hier zur Verfügung gestellt bekommen von der Firma CG Solid. So nennt sich das. Kannte ich vorher selber auch noch nicht. Weiß aber auch noch nicht, ob das Ding wirklich gut funktioniert. Ich habe zwei Stück davon, die ich gerne halt im Anschluss auf jeden Fall verlosen möchte. Vorher werde ich das Teil aber einmal ausprobieren und gucken, was es alles kann. So ist das Ding angekommen. Hier die Verpackung ist leider schon bei dem hier leicht offen gewesen. Deswegen packen wir den jetzt auch einmal richtig aus. Und zwar handelt es sich hierbei um so ein handliches Gerät mit Tasten. Kein Touchscreen oder ähnliches, sondern halt mit Tasten inklusive so einem OBD-Kabel. Das ist jetzt, weiß ich nicht, dreiviertel Meter lang, halb dreiviertel Meter lang oder sowas. Und so sieht das Ding aus. Hier einmal die Folie abziehen. Sehr schön. So, relativ selbsterklärend mit den Tasten. Ne, oben, unten, links, rechts, bestätigen, zurück, an, aus, sowas halt. Ne? So sieht das Teil auf jeden Fall aus. Ich gucke jetzt einmal kurz, was wir hier an Infomaterial dabei haben. Da ist auf jeden Fall eine Bedienungsanleitung dabei und eine Garantiekarte. Was steht hier drauf? Genau, Easy Hotkeys. Du kannst die WIN damit direkt auslesen. Das heißt, die Fahrgestellnummer kann er automatisch auslesen. Und One-Click-Update. Da bin ich mal gespannt, wie das genau funktionieren soll. Denn da ist auch noch ein USB-Kabel dabei. Das heißt, wir werden das Ding wahrscheinlich am PC anschließen können, um Updates zu ziehen. So, hier haben wir eine Bedienungsanleitung. Die ist in dem Fall komplett auf Englisch, so wie es aussieht. Ja, alles auf Englisch. Aber meiner Erfahrung nach sind diese Geräte relativ selbsterklärend. Also die gehen normalerweise an, sobald man das Ding anschließt. Und ich hoffe mal, dass wir hier auf jeden Fall noch die Sprache einstellen können im Gerät selber. Auf den ersten Blick sehe ich da jetzt leider nichts zur Sprache, aber das werden wir gleich auf jeden Fall mal überprüfen. Zum Thema Gewinnspiel bleibt auf jeden Fall bis zum Ende des Videos dran, da erkläre ich dann, wie das Ganze ablaufen wird. Was kann das da? Das ist das SC301 von CG Solid und ein China OBD-Diagnosegerät, also ganz, ganz viele, ja, also eigentlich alle Diagnosegeräte, die ihr im Internet findet, die halt günstig sind, das Teil kostet, ich glaube, um die 60 Euro, kommen alle aus China. Habe aber die Erfahrung gemacht, dass die so gut wie immer einwandfrei funktionieren. Einmal hatte ich leider einen Fall, wo das Teil dann im Nachgang nicht mehr so funktioniert hat, wie es sollte, aber es bleibt dann leider manchmal nicht aus in dem Fall. Ja, was haben wir hier? Muss man kurz mal lesen. Ja, Fehlercodes lesen für die meisten Fahrzeuge, SUVs, leichte Trucks, 12 Volt, genau, OBD2, EOBD, JOBD und CAN-Protokoll, generische, herstellerspezifische und laufende Codes. Kannst auch Data loggen damit, das heißt Aufzeichnungen führen von bestimmten Sensoren oder sowas. Was kann man hier noch? Check Engine, Reset natürlich und sowas. Ne? Automatische WIN-Code auslese, Bereitschaftsdienste auslesen. Was haben wir noch? Ah, hier steht Multilingual Menu Options. Das heißt, wir werden das Ding hoffentlich auf Deutsch gleich umstellen können. Eine DTC-Bibliothek, wo man die Fehlercodes halt nochmal detailliert sich anzeigen lassen kann, was die dann genau bedeuten. Supports print out to the diagnostic data and send the data to your mechanic for help. Das heißt, irgendwie können wir dann diese Daten ausdrucken, wahrscheinlich über USB, dass wir die uns auf den PC ziehen oder sowas, um die dann halt per E-Mail weiterzuschicken oder ähnliches. So. Wir müssen uns hier nicht registrieren und kann einfach über USB geupdatet werden, inklusive 12 Monate Garantie und lebenslange Gratis-Updates in dem Fall. So, in dem Fall lebenslange Gratis-Updates.
mal sehen, also die Langzeiterfahrung bringt es dann halt, ob das wirklich funktioniert, weil man weiß halt nie, wie so eine Firma tatsächlich da weiter mitarbeitet. Ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal zum Auto, gucken uns das Ding jetzt einfach mal an, was das kann. Und ja, klicken uns da so ein bisschen durchs Menü, würde ich sagen. Einfach nur, um zu zeigen, was für Möglichkeiten wir hier in dem Fall haben. Ja, deswegen setzen wir uns mal ins Auto und probieren es da mal aus. So, hier haben wir das Gerät. Wir schließen das einmal per OBD mal kurz an. So, und das Gerät ist schon gestartet. Wir haben jetzt kein Touchscreen, wie ich jetzt schon erwähnt habe. Das läuft hier alles über Tasten und einen leicht nervigen Piepton, aber das kann man meistens ausstellen. Wir gehen jetzt einfach mal in Setup kurz rein. Gucken, das ist wahrscheinlich dann der Knopf. Genau, Language. Also Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch. Jetzt mal auf Deutsch. So, guck mal. Button Sound. Einmal aus. Ja, sehr gut, viel besser. So. Jetzt gehen wir einfach mal direkt zurück und gucken, was wir uns hier machen können. Hier ist der Punkt Drucken zum Beispiel. Was macht der? Anbindung ans Fahrzeug. Das heißt, der liest das Auto jetzt aus direkt. Ich müsste auch, glaube ich, einmal die Zündung anmachen. So, also er leuchtet hier jetzt grün links. Das heißt wohl, ist wohl alles okay. Jetzt hat er mal ausgelesen, so ganz grob. Ist wohl alles in Ordnung. Warte, ist okay. Ach, gehen wir hier mal zurück, genau. Ja, gehen wir jetzt auch mal hier OBD. Gucken, was wir hier alles auslesen können, welche Steuergeräte, beziehungsweise in welche Steuergeräte wir überhaupt reinkommen. So, Mille ist aus, natürlich. So. Nein. So. So, jetzt Fehlercodes lesen. Ach so, jetzt falsch. Oh, das ist natürlich. Ja. Muss ja immer hier bestätigen. So. Ja, gespeicherte Codes. So, ist natürlich nichts drin in dem Fall. Jetzt wäre natürlich interessant, was der alles auslesen kann. Was ist. Ach, schon wieder. Sind hier schon wieder verklickt. So, Bauteilprüfung. Was heißt das? Wird nicht unterstützt, okay. Onboard-Überwachung. Ach, guck mal, hier ist mal bei BMW. So, was können wir hier? AGR-Ventil, Katalysator, Ventilsteuerung, AGR-Heizung, Fehlzündung auslesen. Genau, Fehlzündzünder 3. Der hat nämlich nur drei Zylinder, deswegen würde das sogar passen. Das heißt, hier könnten wir jetzt, falls wir wissen, okay, ich habe ein Problem, Zündaussetzer oder ähnliches, dann könnte ich natürlich hier über diese Bereitschafts- oder diese Onboard-Überwachung da gucken, was da los ist. Was haben wir hier noch? Echtzeitdaten, das ist immer interessant. So, dann sehen wir auch, was er alles auslesen kann. So, Daten anzeigen. Machen wir mal komplett Dataset. So, haben wir hier Fehlercode, dann haben wir hier, ich starte, glaube ich, das Auto einmal kurz. Damit wir auch tatsächlich irgendwie mal Daten haben. So, Load PCT, das müsste die Motorlast sein. Das heißt, wenn ich hier auch Gas gebe, steigt die natürlich, so fällt. So, da haben wir Temperatur. Was ist das? Das weiß ich nicht. So, hier haben wir zum Beispiel Drehzahl. Die steigt natürlich mit ein, mit an, wenn wir Gas geben. So, wir stehen, deswegen zeigt uns hier keine Geschwindigkeit an. Das müsste dann der Zündwinkel sein. Das müsste Intake Air Temperature, also Einlasstemperatur. So.
Was haben wir hier noch so Feines? Ach, wie lange jetzt der Motor schon läuft. Okay. Wie lange wir jetzt gefahren sind. Cut-Temperatur ist jetzt bei 280 Grad, also hätte dann diese 160 Grad gepasst. Sogar. Was haben wir hier noch Tolles? Ja, müssen natürlich diese ganzen Kürzel. Kann sein, dass die alle in der Bedienungsanleitung natürlich stehen, dass man sich da einmal mit vertraut machen muss, um das halt gescheit lesen zu können. Das ist die Abgastemperatur. 53 Grad wäre jetzt auch ein bisschen, weiß ich nicht, wenig. Aber naja, so, das sind diese ganzen Daten, die wir hier rausziehen können. Wir können das natürlich auch alles abspeichern in dem Fall. Beziehungsweise ja, aufzeichnen lassen. So, wir gehen jetzt einmal kurz raus hier nochmal. So, zwischen dem Punkt hier DTC finden, das ist meistens so genau. Wir können hier dann den Fehlercode, den er uns raushaut, eingeben und uns dann halt anzeigen lassen. Als Hersteller spezifisch, gehen wir mal gucken, ob er... Ne, also den Fehlercode gibt es bei BMW scheinbar nicht. Okay, ja. Also wir können hier tatsächlich nicht in einzelne Steuergeräte gehen, sondern halt nur alles über OBD auslesen lassen. Und dann zeigt er uns halt an, ob wir irgendwo einen Fehler haben oder nicht. So, und können halt hier einfach nur die Fehlercodes so auslesen. Aber können halt nicht, wie bei anderen Geräten, in einzelne Steuergeräte reingehen und gezielt ein bestimmtes Steuergerät halt auslesen. Hier macht er halt alles, was über OBD2 bzw. EOBD funktioniert. Das heißt wahrscheinlich Motor, Getriebe, ABS und abgasrelevante Daten, die er dann halt auslesen kann. So. Sieht auf jeden Fall schön aus, so. Aber müsste man sich erstmal vertraut mitmachen mit dem ganzen Gerät hier. Kann ich jetzt so erstmal nicht viel zu sagen. Dafür müsste man jetzt tatsächlich irgendwann mal ein Auto haben, was irgendwie Fehler hat, um da halt mal reinzugehen und mal zu gucken, was er jetzt wirklich genau kann. Wir schauen aber gleich nochmal kurz in die Bedienungsanleitung, damit ich euch mal wenigstens sagen kann, was er hoffentlich alles auslesen kann. Ja, das ist das Gerät. Ich habe auch so ein ähnliches von der Optik her, ist aber um einiges kleiner. Das ist von... War das von Launch? Ich glaube, das war von Launch gewesen. Ja, das hat aber auch gut funktioniert. Konnte auch Motorgetriebe, ABS, glaube ich, auslesen. Und fertig. War sogar noch ein bisschen günstiger als das hier. Ja, das ist eigentlich das. Ne? Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach wieder rein und gucken uns mal kurz in die Bedienungsanleitung, was wir genau für Möglichkeiten jetzt hier haben. Auf jeden Fall scheint das Teil hier zu funktionieren. Er verbindet sich auf jeden Fall mit dem Auto. Von daher passt das soweit. Und hier können wir jetzt, was ist mit Fragezeichen? Also geht jetzt nichts. Okay. Und. So, CG Suite. So, da habe ich tatsächlich noch nie was von gehört. Aber auf YouTube gibt es tatsächlich schon einige Videos zu diesem Gerät auch. Also ich würde sagen, wir gucken jetzt einmal kurz nochmal rein, was wir jetzt hier genau auslesen können. So. OBD Operations, was können wir hier machen? Powertrain Diagnostic Data, Powertrain Freeze, emissionsrelevante Daten, Lambda-Sonde, Onboard-Monitoring-Test, Komponententest, ja, WIN auslesen und emissionsrelevante DTCs mit permanentem Status. So, lesen, freezen und löschen, Live-Daten. O2-Sensor-Test, Onboard-Monitor-Test, Komponententest, ja, so Sachen. So, jetzt wäre noch interessant, welche Steuergeräte da jetzt genau reingeht, um das einmal zu wissen wenigstens. Auf jeden Fall sind hier viele Erklärungen drin, also er erklärt sehr viel auf jeden Fall hier drin, inklusive Screenshots, was man wie machen muss. Also muss man schon ein bisschen Englisch können, um das zu verstehen. Aber ich denke mal, das hilft einem auch so schon weiter, weil hier viele Bilder sind. Und alles, was relevant ist, ist dann auch fett gedruckt, was man machen muss. Links, rechts drücken, oben, unten. So, Fehlzündung. Einspritzsystem. Cut
Unterdrucksystem, Sekundärluftsystem, Klimaanlage, Lambda-Sonde und AGR. Also ist eigentlich schon ein bisschen was, ne, was er kann. Also ich denke mal so für die meisten Leute auf jeden Fall vollkommen ausreichend. Nur mal eben, Auto schmeißt einen Fehler, Motorkontrolllampe leuchtet. Ich will mal wissen, was es ist. Dafür ist das Teil auf jeden Fall absolut ausreichend. Für den professionellen Gebrauch wird das aber nicht sein. Aber da habe ich ja auch noch andere Geräte, die auf jeden Fall deutlich attraktiver sind. Wenn man gewillt ist, da ein bisschen mehr auszugeben, habe ich ja das Think2Light mal getestet und benutze es auch regelmäßig, funktioniert wirklich einwandfrei. Ich verlinke euch mal irgendwie das Video dazu hier auch irgendwie nochmal. Dann könnt ihr da einfach mal reinschauen, falls ihr euch für ein OBD-Diagnosegerät interessiert, was deutlich mehr Funktion hat, was unter anderem sogar noch personalisieren kann, also Kodierung ändern, um halt irgendwelche Sachen, weiß ich nicht, US-Blinker oder sowas einzustellen. So. Ja, das sind so die Sachen, die das Teil hier kann. Ja, das ist eigentlich alles. Also da will ich auch gar nicht weiter drauf eingehen und noch näher drauf eingehen. Ich denke mal, jetzt mit dem Gewinnspiel, zwei kann ich verlosen auf jeden Fall. Und die Gewinner können sich dann da einfach mal mit auslassen, was das angeht. Würde ich mich freuen, wenn das dann auch verlost wird und ich dann irgendwie eine kurze Rückmeldung danach bekomme, ob das geholfen hat, wie auch immer. Ist ein kleines handliches Gerät, das schmeißt man sich in Handschuhfach und hat es halt immer dabei. Da muss ich sagen, dafür ist es auf jeden Fall vollkommen in Ordnung. Ich verlinke euch das auf jeden Fall nochmal bei Amazon. Da könnt ihr halt genauer nochmal schauen, was das Teil jetzt halt wirklich kann. Ne, schaut da auf jeden Fall mal rein. Und würde jetzt sagen, da wir jetzt kurz vor Weihnachten sind, ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mit dem Gewinnspiel. Das machen wir jetzt ganz einfach. Und zwar habe ich ja, wie gesagt, zwei Stück. Und ich werde das jetzt so machen. Einen werde ich über YouTube verlosen und einen über Instagram. Das heißt, wer jetzt noch einen Instagram-Kanal hat, abonniert mich auf Instagram auf jeden Fall und kommentiert das Foto, was ich da gepostet habe. Mit, was machen wir da? Hashtag Chris Garage, ganz einfach. Ne? Das ist am einfachsten. Bei YouTube genauso, kommentiert unten Hashtag Chris Garage und für was ihr das oder für welches Fahrzeug ihr das benutzen wollt, das wäre ganz interessant auch zu wissen. Und ja, das Gewinnspiel läuft bis Silvester, 0 Uhr. Und ja, dann im neuen Jahr werde ich dann sofort die Auflösung machen, werden wir beim Comment Picker ganz normal, wie beim letzten Mal auch, die jeweiligen beiden Gewinner ziehen. Das heißt, zwei Gewinner. Wenn ihr bei YouTube und bei Instagram kommentiert, habt ihr natürlich doppelte Chance, auch das Teil zu gewinnen. Ja, würde sagen, wenn ihr Interesse daran habt, teilt das Video, damit auch andere noch davon erfahren, vielleicht eure Freunde oder sowas, ne, dass die halt auf YouTube mich dann auch gerne abonnieren und auf Instagram. Und ja, das war's eigentlich. Also ich will es halt ganz, ganz unkompliziert halten. Deswegen, ja, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Viel Erfolg bei dem Gewinnspiel. Und ich denke mal jetzt zwischen den Feiertagen mache ich jetzt ein bisschen Pause. Und wir sehen uns dann nach Neujahr direkt mit der Auflösung hierzu wieder. Deswegen vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Schaltet beim nächsten Mal auf jeden Fall ein und wir sehen uns. Macht's gut. Ciao.